Verletzung, mit der Erzeugung des Bewusstseins, der Zuflucht und mit dem Wunsch, die Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Und wir absorbieren das Zufluchtsfeld, Verdienstzufluchtsfeld. Wir halten dann eine Minute an, um unser Bewusstsein mit den Buddhas zu vereinen, mit unseren Lehren zu vereinen. Als Visualisation kann man anfangen, indem man entweder Shukyamuni Buddha visualisiert, umgeben von allen Buddhisten und Bodhisattvas. Oder man kann sich unseren kostbaren Lehrer Gyatso Rinpoche vorstellen, mit seinem Wir nehmen Zuflucht in ihn, in sein Körper, Sprache und Geist und absorbieren ihn am Schluss. Und wenn uns das zu kompliziert ist, dann können wir uns einfach den Raum voll von Güte vorstellen, voll Liebe und Freude, das den Dhammakaya symbolisiert, Zuflucht dazu nehmen und die Segnung aus diesem Raum zu erhalten. Wir rezitieren das einmal auf Englisch langsam, damit wir die Worte verstehen, die wir rezitieren. Und dann chanten wir es zweimal langsam auf Tibetisch, um unser Herz und unseren Geist leicht zu machen. Zum Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Möge ich durch das positive Potenzial meiner Übung von Großzügigkeit und der anderen Vollkommenheiten Buddha werden, um allen Wesen zu nutzen. Ye chodang sa ye chog nam la chang chu pa du dag ni kyap su chi ta ki chen so ke pe su nam gi dro la pen chi sang ye dro pa shok. Erzeugen wir unsere Intention, unsere Motivation, warum wir geistige Stabilität entwickeln wollen. Wir denken über all die Vorteile nach, wie all unsere Gebete und andere Meditationen verstärkt werden, verstärkt werden können. Wie wir inneren Frieden erfahren würden, einen entspannteren Körper, ein friedfertigeres Bewusstsein. Wie wir die Verblendungen stoppen könnten und wir verhindern könnten, dass sie entstehen durch unsere geistige Kraft. Und wie wir dadurch ein inneres Wohlgefühl erfahren würden. Und wenn wir höhere Konzentrationen erlangt haben,
wie wir dann verschiedene Ebenen der Hellsichtigkeit erlangen würden, die unsere Fähigkeit, anderen zu nutzen, stark erhöhen würde. Für all diese Gründe trainieren wir jetzt unser Bewusstsein in der inneren Stabilität. Wir entscheiden uns in unserem Bewusstsein jetzt für ein Objekt, auf das wir uns konzentrieren wollen. Für diejenigen, die schon ein Objekt haben, sie können damit weitermachen. Ihr macht es klar für euer Bewusstsein, welches Objekt das ist. Ihr bringt es ins Bewusstsein. Und für diejenigen, für die das ganz neu ist, sie könnten diese Sitzung vielleicht damit beginnen, sich auf die Bewegung des Atems zu konzentrieren. Und ganz am Anfang ist es sehr hilfreich, wenn man sich auf die gesamte Bewegung des Atems konzentriert, auf das Einatmen, einen kurzen Stopp und dann die Ausatmung, dann eine kurze Pause, dann das Einatmen. Und wenn ihr das tut, um zu verhindern, dass eure Gedanken euch ablenken, könnt ihr einen Gedanken hinzufügen. Zum Beispiel, dass ihr denkt, wenn ich einatme, bin ich mir bewusst, dass ich einatme. Wenn ich ausatme, bin ich mir bewusst, dass ich ausatme. Wenn ich einatme, bin ich bewusst, dass ich mir einatme. Wenn ich ausatme, bin ich mir bewusst, dass ich ausatme. Auf diese Weise. Und nach einiger Zeit, wenn ihr in der Lage seid, die Kontinuität fortzusetzen, am Atem zu bleiben, dann könnt ihr diesen Gedanken loslassen und euch nur noch auf die Bewegung des Atems konzentrieren. Um erfolgreich zu sein, sollte euer Körper gerade sein, euer Rücken sollte gerade sein, ihr solltet völlig entspannt sein, es sollte keine Anspannung in eurem Körper geben. Und ab und zu solltet ihr das überprüfen, ob euer Körper entspannt bleibt oder ob ihr Anspannung entwickelt. Und auch euer Bewusstsein. Ihr müsst sehr sanft mit eurem Bewusstsein sein. Wenn ihr euch zu stark anstrengt, dann erzeugt das Aufregung und ihr werdet dann schnell müde oder gestresst. Das heißt, am Anfang müsst ihr ziemlich entspannt sein. Ihr macht das ganz natürlich. Euer Bewusstsein sollte entspannt sein, aber doch stabil sein. Wir machen zwei Sitzungen je 20 Minuten. Wir konzentrieren uns für 20 Minuten und dann werde ich die kleine Klangschale schlagen, dann haben wir eine Minute Pause und dann machen wir nochmal 20 Minuten. Und für diejenigen, die sich schon vertraut sind mit dieser Art von Meditation, die keine Pause machen möchten, die können die Pause einfach überspringen. Bitte macht das Objekt klar für euer Bewusstsein und dann fasst den geistigen Entschluss, dass ich jetzt für 20 Minuten mein Bewusstsein nicht erlaube, von diesem Objekt wegzuwandern. Ich werde keinen anderen Gedanken nachgehen. Und wenn sie entstehen, dann werde ich versuchen, sie zu vermeiden und auf dem Objekt bleiben. Und wenn mir das nicht möglich ist, wenn ich abgelenkt werde, sobald mir das bewusst wird, werde ich mein Bewusstsein einfach zurückbringen und wieder auf dem Objekt halten. Und jetzt fangen wir an.
für diejenigen, die ihren Körper etwas bewegen müssen oder ihr Bewusstsein entspannen müssen, die können das machen und die anderen können weitermachen. Erinnert euch an euren Entschluss. Findet das Objekt wieder, auf das ihr euch konzentrieren möchtet. Und dann entschließt euch, für die nächsten 15 Minuten werde ich es meinem Bewusstsein nicht erlauben, abzuwandern, wegzuwandern. Ich werde das Objekt nicht zu festhalten. Und auch nicht zu locker. Die Hauptsache ist, dass man eine Kontinuität entwickelt, das Objekt nicht zu vergessen und sich daran festzuhalten, an dieser Kontinuität festzuhalten.
Wenn man die erste Stufe des stillen Verweilens erreicht, dann ist man noch nicht in der Lage, eine gewisse Zeit zu haben, das Objekt zu halten. Aber man hat den Eindruck, dass man sogar noch mehr Ablenkungen und Gedanken hat als davor, wenn man nicht meditiert hat, weil das Bewusstsein das erste Mal sich dieses ganzen Betriebes bewusst wird, das im Bewusstsein abläuft. Auf der zweiten Ebene ist man in der Lage, eine Zeitspanne zu entwickeln, das Objekt nicht zu vergessen. Aber diese Zeitspanne ist kürzer als die Zeit, in der man abgelenkt ist. Wenn man die dritte Stufe erreicht, die Zeit, in der man abgelenkt ist, ist weniger wichtig als die Zeit, in der man in der Lage ist, sich auf das Objekt zu konzentrieren. Wenn man die vierte Stufe erreicht, dann ist man in der Lage, kontinuierlich auf dem Objekt zu bleiben. Zumindest mit einem Teil des Bewusstseins ist man in der Lage, auf dem Objekt zu bleiben. Wir machen die Widmung. Wir machen sie zwei Gebete, einmal auf Englisch und dann zweimal auf Tibetisch. Möge ich durch diese heilsamen Handlungen rasch den Zustand des spirituellen Meisters Buddha erreichen und sämtliche Lebewesen ausnahmslos auf diese Ebene bringen. Möge wer den kostbaren höchsten Erleuchtungsgeist noch nicht entwickelt hat, ihn entwickeln, und wer ihn entwickelt hat, ihn nie verringern, sondern immer weiter entfalten. Die nächste geführte Meditation wird in einer halben Stunde sein. Ihr könnt eine Pause machen oder auch weiter meditieren.